Ja, denn Mannheim droht eine echte Achse wegzubrechen. Nicht nur Max Christiansen hier links, auch Jan-Hendrik Marx und Arianit Ferrati haben ihre Verträge nicht verlängert. Die Abgänge sind wahrscheinlich, wenn auch noch nicht, offiziell bestätigt. Eins aber ist klar, Jan-Christoph Bartels heute für Königsmann im Tor, der nach dem 3-2 gegen Halle am Montag durchschnaufen darf. Außerdem bei Mannheim in Auswärtsgelb Sagiri für Russo und Boyamba für Garcia in der Startelf. Die Gastgeber aus Verl aber mit dem frischeren Start und Rabihic sucht in der Mitte die Anspielstation und findet sie mit Schwermann Bartels im Nachfassen. Zweite Minute, gleich die erste Arbeitsprobe für Jan-Christoph Bartels. Die entscheidenden Gespräche über Patrick Glöckners Zukunft kommen wohl erst nach Saisonende. Der Club nicht sonderlich glücklich über den Verlauf der Spielzeit. Andererseits Platz 10 im zweiten Jahr dritte Liga. Ich finde, das klingt doch jetzt nicht so schlecht. Wir sind noch in den ersten 10 Minuten. Mannheim versucht sich erstmals freizuspielen. Martinovic, Doppeltorschütze am Montag und Jastrzemski gegen Lannert. Und das ist konsequent verteidigt. Der faire Check und das Zeichen der Fehler. Wir halten hier dagegen. Muntere Anfangsphase ohne die ganz großen Chancen, Viertelstunde rum und Ferl mit dem Fehlpass im Spielaufbau. Und dann geht's flott, Martinovic, Ferrati und wieder Martinovic auf dem Weg zum nächsten Tor. Ne, Brüseke, der spielt aufmerksam mit, ein Mannheim-typischer Angriff, überfallartig, schnell, schnörkellos. Einzig die Feinjustierung bei Mannheims Topscorer passt noch nicht, legt sich den Ball zu weit vor. Offene Partie in Ostwestfalen im vermeintlich bedeutungslosen Spiel. Ferl macht hier mutig Tempo. Über außen nochmal und dann kommt Mehmet Kurz. Erster Knalleffekt im Ferler Stadion. Satter Schuss des defensiven Mittelfeldspielers. Beste Chance der Partie bislang und auch Bartels hier wohl noch leicht dran. Quirino Capretti, Ferls Trainer, frischgebackener Fußballlehrer, sein Team ja mit bemerkenswerter Saison und 65 Toren. Und das will der Aufsteiger fortführen. Mit Sander macht das gut. Und da ist Korbos, Kostli dazwischen, nochmal Korbos und dann eine extrem beherzte und starke Grätsche von Jesper Verlaat. In der Zeitlupe nochmal zu sehen. Erst hier Korbos schießt Kostli an und dann Jesper Verlaat mit einer bärenstarken Grätsche. Patrick Glöckner merklich unzufrieden, sprach nach dem 3-2, nach 3-0 Führung gegen Halle, teilweise von Kinderfußball seines Teams und auch heute Ferl abgezockter. 38 Minuten rum, die Außenverteidiger weit aufgerückt. Ritzka, da ist wieder Korbos, dreht sich einmal um Segert, aber dann ist Bartels wieder da. Bisher eine Bank bei Mannheim. Hatte seinen Stammplatz ja in der Winterpause verloren an Königsmann von fehlender Spielpraxis. Nichts zu sehen. Dann ist Halbzeit, tristes Wetter in Verl, hart gesagt passend zum Mannheimer Auftritt in der ersten Halbzeit. Daher reagiert Patrick Glöckner, bringt Ünlüçivci und Russo für Jastrzemski und Sagiri. Die Wechsel aber zu Beginn der zweiten Hälfte ohne große Wirkung, denn Verl weiter mit der reiferen Spielanlage. Wieder mit dem lauffreudigen Ritzka, der hinterläuft hier. Ritzka, der kommt gefährlich und dann beinahe das Eigentor. Ferl fordert das 1-0, aber Schiedsrichter Patrick Glaser macht keine Anstalten. Die Partie läuft weiter. Ferl versucht es nochmal. Und dann ist es Boyamba, der letztlich klärt. Schrecksekunde für Waldhof und Slapstick noch dazu. Segert will zur Ecke klären, schießt Verlaat an. Der Ball trudelt vom Niederländer dann fast ins Tor. Aber Segert klärt klar vor der Linie. Kein Tor, die richtige Entscheidung. Aber Riesendusel für Waldhof Mannheim. Die Ferler Führung wäre inzwischen klar verdient und defensiv ist das Ferler Sicherheitsnetz gut gespannt. Waldhofs Kreativzentrale Ferrati hat es nicht leicht. Martinovic, der kommt ins Straucheln, rettet noch. Kostli und da ist Christiansen ungefährlich. 65. Minute, noch kein Torschuss, noch kein Schuss aufs Tor für Waldhof. Die Gefährlichkeit geht den Kurpfälzern heute bisher merklich ab. Kurz danach dann aber Boyamba mit diesem Pass. Martinovic gegen Jürgensen mit dem Tänzchen, entscheidet sich dann zur Ablage auf Kostli, Ritzka, Boyamba. Und plötzlich steht es 1-0, keiner ahnt's und dennoch fällt's.
Neuntes Saisontor für Josef Boyamba. Da fällt einiges ab. Martinovic mit dem Blick für Kostli, dann die scharfe Hereingabe, kaum zu kontrollieren für Ritzka. Boyamba fällt der Ball vor die Füße. Nach 6 torlosen Spielen trifft er mal wieder. Schmeichelhafte Führung für Mannheim. 66 Minuten, sein Team führt. Bessere Aussichten für die Glöckner Elf, die jetzt Lust bekommt, hier nachzulegen. Ferrati auf Joker Ünlücivci. Der hat mehrere Möglichkeiten, Donko einzusetzen, aber er probiert selbst. Uno Ünlücivci von Lannert noch geblockt. 2 Spiele in Folge war er nicht im Kader. Heute sorgt er in der zweiten Hälfte für etwas mehr Schwung. Aber der Aufsteiger stemmt sich dagegen im letzten Heimspiel der Saison. Korbos überhaupt nicht angegriffen von Ferrati. Und da ist der eingewechselte Janjic. Fels Oldie heute nach einer Stunde in der Partie verpasst sein 15. Saisontor, der inzwischen 35-Jährige. Knapp 10 Minuten vor dem Ende geht dann der angeschlagene Mannheimer Torschütze vom Platz, Josef Boyamba. Wohl nur eine Vorsichtsmaßnahme. Manfred Osei-Kwatwo kommt für ihn in die Partie. Aber nochmal gibt's Eckball für die Ferler. Und da ist Jürgensen, der Deutschdäne. Viel hat nicht gefehlt, das späte 1:1 liegt in der Luft und es ist noch nicht Schluss für Waldhof. Nochmal die Ferler, die jetzt enorm aufs 1:1 drücken, versuchen sich hier nochmal durchzukombinieren. Hecker, Bartels, weiter geht's, Rabihic, Stöckner, Bartels, Megareflex des Mannheimer Keepers. Capretti ungläubig, aber es ist wahr, Bartels gibt den doppelten Spielverderber, erst gegen Hecker und dann überragend gegen Stöckner, wischt den Ball hier mit einer Mega-Reaktion zur Seite weg. Und dann ist Schluss, das Team von Patrick Glöckner mit dem 1:0-Sieg in Verl. Vor allem wegen des am Ende überragenden Jan-Christoph Bartels. Der dritte Dreier in Folge, vielleicht ja auch entscheidende Punkte für Patrick Glöckners Zukunft in Mannheim. Das Endspiel für ihn vielleicht aber gar nicht in der Liga, sondern am 29. Mai Verbandspokalfinale um den Einzug in den DFB-Pokal gegen Astoria Waldorf. Da geht es um viel Geld und das Ganze dann übrigens auch zu sehen bei SWR Sport in einer Konferenz.